Hallihalli. Ja, genau. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 5. Ja, ich bin's, der Black, der Dü ist auch dabei, aber den hauen wir irgendwann weg. Ja, noch stehen wir hier noch friedlich gegenüber, aber es wird nicht lange dauern. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den ersten Schlag mache oder Dü. Weil, hier oben ist Mogadischu. Ach nee, Dischu. Weil wie gesagt, der Dü würde eh angreifen. Dü würde auf jeden Fall angreifen. Ich kenne den Sack. Das ist ein hinterhältiges Popoloch. Und es wäre sträflich, das zu vernachlässigen. Deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das. Mal schauen. Nee, machst du eh nicht. So. Na, sollte er sich nicht zu früh freuen. Okay, er sollte sich wirklich nicht zu früh freuen. Ich bin wirklich nah dran, da einfach zu sagen, ach komm, ich mach das jetzt mal. Schon allein aus dem Grund, weil, naja, es bringt ja schon ein bisschen was. Weil, wie gesagt, ich kann ihn dann erstmal rankommen lassen. Wir haben Krieg. Ich kann seine Einheiten wegplündern. Er entdeckt nicht wie immer mehr. Das Einzige, was halt stört, ist, dass halt meine Einheiten dann ein bisschen dumm in der Gegend rumstehen. Und deshalb lasse ich das halt nur so lang, wie ich noch keine seiner Städte entdeckt habe. So. Und genau da liegt es dann. Kuala Lumpur haben wir hier oben. Produktion. Wir machen mal hier einen Markt auf. Ja. Den Markt von Lahore. Hier unten Produktion. Ein Speer. Ein Speer willst du haben. Einen unwegsamen Speer im Gelände. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwie lustig, tralalala ist. Großen Persönlichkeiten, Fluss 25%. Stadt muss am Fluss oder See liegen. Ein Garten. Ich mach mal stattdessen, weil ich hier oben gerade... Oh, das bringt aber einiges. Weil ich hier oben gerade ein bisschen zurückhing. Mache ich hier stattdessen das hier, weil ich will jetzt keine neue Einheit bauen. Nächste Runde, warten auf Spieler. Mogadischu steht unter dem Schutz der Zivilisation in Ägypten. Das ist toll. Es gab eine Begegnung mit dem Stadtstaat Mogadischu. Auch das ist toll. Nur, dass ich Dü noch nicht gefunden habe, das finde ich weniger toll. Aber wie gesagt, eigentlich müsste der hier auf dem Kontinent hier irgendwo rumgeistern. Ja, finden erstmal. Washington. Ach, da ist er ja. Da ist ja Washington jetzt in der Karte. Gut, dann wenn ich Washington entdeckt habe, bewegen. Ich habe sie noch nicht offiziell entdeckt. Amerika, Washington, doch da hier. Als Diplomat oder als Spion? Als Spion, bitteschön. Hinbewegen. Und schließen. Warten auf Spieler. Warten auf Spieler. Erstmal auf die Barbaren. Müssen wir mal die Barbaren mehr wegklatschen. So, die Stadt Bangalore ist gewachsen. Gewachsen. Okay. Wop. Was ist das hier? Eisen. Hier reisen wir auch einfach vorbei. So, dann haben wir den ersten Kontinent schon mehr oder weniger übergangen. Wenn ich jetzt hier reingehe, verliere ich ein bisschen was, aber nicht viel. Ich gehe aber trotzdem erstmal auf Heilung. Einheit benötigt Befehle. Das wäre die. Geh mal hier runter und habe hier unten entdeckt einen großen Händler von Dü. Bedeutet das Krieg gegen Düllen? Weißt du was? Komm, wir machen es mal. Es schadet ja nicht. So. Wir können ja mal hier einfach Spionage übersichten. Wir gehen mal auf... Wo war denn das? Diplomatie? Er hat's ja gewollt. So. Achso, ist schon Krieg. Dann umso besser. Dann können wir ja auch... können wir hinkommen. So. Jo, komm. So, Stadtstaaten erklären wir den Krieg. Ja toll, ist ja scheißegal. So, hier haben wir einen Frachter gebaut. Den können wir mal wieder den vorherigen Weg schicken. So. Der kolumbianische Revolver ist online. Den kenne ich noch gar nicht. Wer hat sich denn so genannt? So. Okay. So. Dann hätten wir hier nichts natürlich. Wir wollten hier weiter hoch, genau. Wollte mal gucken. Vielleicht finde ich Dü jetzt irgendwo. Aha. So, auf jeden Fall, nächste Runde wird ein bisschen abwechslungsreich. Da werde ich mehr cutten müssen. Weil eben, ja, Dü eben da ist, ne? So. Nächste Runde, nächstes Glück.
So, warten wir mal auf Spieler. Schauen mal, wie Düda reagiert. Stört ihn bestimmt, dass ich eine seiner großen Persönlichkeiten platt gemacht habe. Er wird wahrscheinlich ganz schnell jetzt... oh nö, den habe ich nicht platt gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Das Ding hält ganz schön was aus. Aber, naja. Er kann sie höchstens zurückziehen. Mehr kann er nicht machen. So, Kuala Lumpur ist mir immer noch neutral. Das ist okay. Kopenhagen. Klicke hier, um den Besitzer der Stadt zu reden. Bautruppen amerikanischen könnte ich noch klauen. So, okay, da steht schon. Züge der Reihe nach. Ihr führt Krieg gegen einen mächtigen Spieler. Ihre Runden werden mit den anderen kriegsbefindlichen Stationen werden der Reihe nach gespielt. Heißt im Klartext, scheinbar bin ich jetzt dran oder es wird halt erst danach gemacht. Das kann natürlich auch sein. Weißt du, wie ich reagiere? Genervt, weil die Züge halt einfach nacheinander jetzt stattfinden. Ja, ne. Ich will den Krieg ja nicht lang ausweiten. Aber wie gesagt, da musst du halt auch mal cutten. Ich mach das schon seit ewig Zeiten, seit der ersten Folge. Da musst du jetzt halt auch mal ran. Und du hast ja gesagt, ich soll es halt machen. Also dachte ich mir, ne, dann machst du es halt. So. So, guck mal. Kannst eh nichts reisen. Ja, nee, hab ich auch nicht vor. Ich will dich ja nur nerven und das habe ich ja schon geschafft. So, ja, genau. Ja, gut, das treibt halt die Aufnahme halt schön in die Länge, ne? Das ist halt gegeben. Nö, nö, es bringt ein bisschen Action rein. Das finde ich halt gut. Ja, ich mute mich mal wieder. So. Ah, wie gesagt, jetzt ist er ein bisschen genervt, aber. Was geht mich denn das an? So, ich kann jetzt erstmal hier. Hopp. Kriege ich den platt? Nein, kriege ich nicht platt. Dann gehe ich mal wieder zurück. So. Okay. Hab ihm da schon mal wieder was geklaut. Einfach mal so. Einfach so. Eiskalt. So, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Ja. Jetzt gehe ich hier mit denen weiter. Schade, dass ich nirgendwo einen Dü finde. Wäre schon schön. So. Nächste Runde. Jetzt müssen wir aber leider warten auf Dü. Abgesehen von Düs Zeugs werde ich wahrscheinlich eher cutten. Schauen wir mal. So, lassen wir das mal machen. Ich werde mal auf Düs Terrain wechseln. Eigentlich, wie gesagt, seine Möglichkeit wäre, das Ding erstmal zurückzuerobern. Und dann hier, ja, mit den Rittern hier mich angreifen. Dürfte relativ schnell vorbei sein. Aber, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut. Lassen wir mal machen. Dass ich jetzt hier vor ihm stehe, ist natürlich interessant. Finde ich cool. Vielleicht deswegen, weil ich ja den Krieg erklärt habe, dass ich deswegen quasi als Erster dran bin, dass das bevorzugt wird. Ist möglich. Bin mir nicht sicher. Momentan macht er gar nichts. Na gut, dann cutte ich hier mal. Sollte irgendwas passieren, schneide ich das mit rein. Okay, da hat man es gesehen. Der Zivilist wurde wieder zurückerobert. War aber zu warten. War eigentlich, ja, wie gesagt, war ja auch nur so gedacht, um ihn ein bisschen zu foppen, zu ärgern. Und ja, alles drum und dran. Macht nichts, dass er den Bautrupp jetzt sich zurückgeklaut hat. Ich hätte vielleicht den auch stehen bleiben können. Wäre auch gegangen. Aber naja, so geht's auch. So, was haben wir hier? Auf der aktuellen Tagung vom ersten Gipfel, Delhi, warten eure Abgeordneten auf die aktuell vorgeschlagenen Resolutionen. Das heißt, das haben wir auch noch. Ja, kann vielleicht Dü sogar gleichzeitig machen. Mal schauen. Ansonsten gehen wir mal hier. Fernangriff. Plupp. Weil ich habe ja Fernkämpfer. Klar, die Elefanten wird es bald erwischen. Aber das ist ja egal. Ich habe ja seine Stadt entdeckt. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Aha. So. Hier ist Kalkutta. Kalkutta, kann ich eine Produktion wählen? Ne, hier unten. Okay, dann bauen wir da mal einen Hafen hin. So, ansonsten Metallverarbeitung, Wissenschaftstheorie. Ich gehe mal auf die Chemie. Dann hier. Nein, zur Weltreligion. Ja, zum Edelsteine verbieten. So. Abgeordnete einsetzen. So. Jo, bin so sicher. Politik können wir auch einführen. Ehre erhöht die Effektivität der Armee auf mehrere Arten. Rationalismus, Erkundung, Wirtschaft, Ästhetik, Patronat. Einfach so eine Stadtschaden erhöht. Achso, Frömmigkeit, Glaubens eines Reiches Florian. Nee, wir machen mal Ehre. So.
Zack. Einheit benötigt Befehle. Weiter voran. Einheit benötigt Befehle. Immer noch. So. Hier auch. Einfach vorrücken. So. Nächste Runde. Du bist dran. Wie gesagt, ich cutte. Wenn es was Interessantes zu sehen gibt, werdet ihr es sehen. So. Ja, ja, ich habe in dem Fall versucht, mal die Dinger aufzurufen, ging leider nicht. Da musste ich immer warten. Auf jeden Fall haben wir gesehen, ja, Dü hat mich angegriffen. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Und ja, hat mir ein bisschen Schaden gemacht. Auch das habe ich nicht anders erwartet. Was sagt deine Cut-Folge? Die sagt, dass wir bei 10 Minuten sind gerade mal. Wir müssen schon noch ein bisschen. So. Ja, also ich bin schon bei 16. Ja, weil du weniger gecuttet hast oder du hast halt nicht richtig geschnitten oder sowas in der Art. Oder du hattest vorher schon eine lange Runde drin. Das kann auch sein. Wer weiß. Na gut, wir werden mal sehen. Ich mach mal hier. Was haben wir denn hier? Ihr seid am Zug, Vorschlag zu machen beim zweiten Gipfel, in dem die diskutiert wird. Okay, das kriegen wir hin. Zuerst einmal machen wir hier Windmühlen. Hopp. So, Vorschlag übergeben. Ich würde mal sagen, Luxusgut verbieten, Gewürze ist erlassen. Wieso? Gewürze soll doch keiner verbieten, du Doofkopf. So, klicken zum Vorschlagen, stehendes her, Kunstfinanzierung, Wissenschaftsfinanzierung, ein Embargo gegen Amerika. Vorschlag übergeben, ja. Erlassen, Weltreligion, ja, okay. Edelsteine wurde nicht verabschiedet. Ein Jahr für Syrien, nein für Brasilien und Spanien, eine Sauerei. Einheit benötigt Befehle. So, was passiert, wenn ich jetzt hier mache? Ich würde auf die Hälfte ungefähr oder auf ungefähr gleich kommen, das ist aber blödsinnig. Ich werde stattdessen mich zurückziehen. Mal gucken, ob er mich verfolgt. So. Wenn er mich verfolgt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Mhm. Hopp. Weil wie gesagt, grundsätzlich habe ich nichts gegen, wenn ich ein paar Einheiten verliere. Einfach um wieder hier ein bisschen mehr ins Positive zu kommen. So, Karawane. Wo waren die das letzte Mal? Hier, Salvador. So, okay. Einheit benötigt Befehle. Wo bist du denn? Du musst hier runter. Okay, so, gehen wir so hier. Einheit benötigt Befehle. Ah, guck mal an. Wen haben wir hier? Unbedeutender Sieg, aber ja, Sieg ist Sieg. So. Okay, nächste Runde. Nächstes Glück. Gebe ich mal an den Dü. Voller Entzücken. Weiter. Ja, da bin ich wieder. Muss mich nur muten. Dü hat seine Runde schon, beziehungsweise auch seine Folge schon beendet, weil er einfach ein bisschen Überschuss hat. Das ist halt in Anführungsstrichen der Nachteil, ich nenne es mal vorsichtig, Nachteil von ja, so einer rundenbasierenden Strategie. Dü wird mich hier wahrscheinlich bald erwischen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Ich kann nämlich hier sagen... Fernkampf? Naja, nö. Das bringt nichts. Da er ja genauso schnell ist wie ich. Und genauso weit sieht wie ich. So. Jetzt ist er schon raus, hoffe ich mal, aus der Sicht. Ach nee, der hat ja eine weitere Sichtweite als ich. Halb so wild. Macht nichts. So, hier ist er dafür abgehauen. Der kleine Feigdü. Ich weiß nur nicht, wohin. Feigling. Haut einfach ab. So, wir haben hier einen großen General bekommen. Ist das ein General? Ist das ein General? Oder, nee, das ist ein Produktionspersönlichkeitsbauer. Der kann sonst nichts. Oder? Ich gehe mal hier auf das Feld. Mal schauen, was es da so Schönes gibt. Mit dem hier fahre ich hier hoch. Und, ja, mit dem hier fahre ich hier lang. Ich weiß nämlich nicht, wo er ist halt, wie gesagt. Deshalb werden wir das Ganze jetzt erkunden. Und ich denke, in der nächsten Runde sehen wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.